von der AfD. Herr Alterspräsident, Hohes Haus, sehr geehrte Damen und Herren. Herr Streibl hat gerade eben davon gesprochen, dass die bayerische Geschichte seit 1945 eigentlich beginnt. Jeder Geschichtskundige im Raum weiß, dass Bayern eine über 900-jährige Geschichte hat und eine verengte Betrachtung des Geschichtsbildes oftmals zu falschen Schlüssen führt. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, Herr Misthol, Sie haben gesagt, dass sich alle demokratischen Parteien hier zusammengeschlossen haben, um gemeinsam für das bayerische Volk tätig zu werden. Aber zu den demokratischen Parteien gehört auch die AfD dazu, die mit über 10% in den Bayerischen Landtag eingezogen ist. Und wenn Sie davon sprechen, ja, wenn Sie davon sprechen, dass Sie mit allen demokratischen Parteien zusammenarbeiten wollen, dann ist es ein schlechtes Zeichen, wenn hier ein Block von Parteien einen interfraktionellen Antrag als Tischvorlage wenige Minuten vor Beginn des Plenums einreicht. Nur zum eigentlichen Inhalt meiner Rede. Es ist also gute Tradition, dass mit der konstituierenden Sitzung die Geschäftsordnung der vorangegangenen Wahlperiode übernommen wird. Doch nicht nur gedacht als ein Akt, der rein formal ist, sondern ebenso als ein Akt der Kontinuität parlamentarischer Gepflogenheit. Diesem Gedanken muss im doppelten Jubiläumsjahr 2018 eine besondere Bedeutung beigemessen werden. 100 Jahre Freistaat Bayern, 200 Jahre Verfassungsstaat Bayern sollten fraktionsübergreifend dazu veranlassen. Zu dieser Kontinuität parlamentarischer Gepflogenheiten gehört, dass alle Fraktionen einen Vizepräsidenten in der Reihenfolge der Fraktionen stellen. Wir als AfD-Fraktion haben damit das Vorschlagsrecht für die Wahl des vierten Vizepräsidenten noch vor der SPD und der FDP. Von diesem Vorschlagsrecht werden wir heute selbstverständlich Gebrauch machen. Im Vorfeld zur heutigen konstituierenden Sitzung gab es großen medialen Wirbel um unseren Kollegen Uli Henkel, der von unserer Fraktion zunächst für dieses Amt vorgesehen war. An der Integrität und Eignung seiner Person für dieses Amt konnte bei allen, die ihn kennen, keine Zweifel aufkommen. Doch vergangene Woche mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass die gewählte Legislative, also die Abgeordneten zum Bayerischen Landtag, in ihren Entscheidungen durch die Organe der Exekutive geleitet werden. Und wenn ich von den Organen der Exekutive spreche, dann meine ich den sogenannten Verfassungsschutz. Eine reine Behördenaussage, die bis jetzt jedenfalls keiner juristischen Überprüfung durch ein Gericht unterzogen wurde, hat dazu geführt, dass ein untadeliger und ehrenhafter Mann, ein Bürger unseres Landes, das Amt eines Vizepräsidenten nicht ausüben wird. Ohne gerichtliches Urteil wurde unser Kollege politisch vorverurteilt. Diese Verfassungsschutzbeobachtung ist damit ein Herrschaftsinstrument, das gegen uns als Oppositionspartei eingesetzt wird. Die im Raum stehende Beobachtung von Abgeordneten unserer Fraktion durch den heutigen Verfassungsschutz muss und wird mit dem heutigen Tag enden. Verfassungsfeinde sind nämlich bei uns nicht zu finden. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Doch was bleibt zurück? Es bleibt uns die Erkenntnis, dass unser Verfassungsstaat jederzeit verwundbar ist. Es ist daher die Aufgabe der gewählten Vertreter des bayerischen Volkes, auf Durchbrechungen von Gewaltenteilungsprinzipien frühzeitig hinzuweisen. Dessen sollten wir uns im Besonderen bewusst sein, wenn am Mittwoch der große Festakt im Nationaltheater begangen wird. Wir als AfD-Fraktion haben den festen Glauben, dass jedenfalls hier im Bayerischen Landtag Waffengleichheit herrscht und die Fraktionen sich auf gewisser Augenhöhe begegnen, unabhängig von der Anzahl der Abgeordneten. Herr Mayer, ich darf Sie darauf hinweisen, wie Sie an der Uhr sehen können, dass Sie die Redezeit überschritten haben. Ja, ich komme zum Ende.
Ich bitte in diesem Sinne um Zustimmung zu unserem Vorschlag zur Wahl des vierten Vizepräsidenten und gehe davon aus, dass die Fraktionen im Sinne ihrer historischen Tradition, im Sinne des bayerischen Volkes eine Entscheidung treffen werden.